Leute, gestern Abend haben sie es ganz kurz geschafft, den wilden Wächter-God-Mode zu patchen. Keine Sorge, heute ist schon die neue Version am Start. Damit könnt ihr easy Camos grinden oder AFK stehen und einfach XP farmen. Okay, als erstes erkläre ich euch nochmal genau, welche Augmentierungen ihr braucht, also bitte zuhören, bevor wieder Fragen entstehen. Also, der Spieler, der in God-Mode möchte, muss bei Juggernaut den Schildkrötenpanzer aktivieren. Das braucht ihr für den God-Mode, dass ihr nur von hinten Schaden bekommt auf die Platten und von vorne den God-Mode habt. Die anderen Verbesserungen braucht ihr nicht, die sind nur optional, damit ihr noch mehr Schutz habt. Also bei Juggernaut braucht ihr nur den Schildkrötenpanzer aktiviert. Des Weiteren braucht derjenige, der im God-Mode steht, beim wilden Wächter noch Vergeltung und Reparaturschub. Das sorgt dafür, dass die Zombies in eurem Umkreis sprengt und die Platten automatisch wieder auffüllt. Okay, derjenige, der euch hilft, in God-Mode zu kommen, stellt Verlangsein, das hilft euch auch einfach, AFK-Abschüsse zu farmen. Und er muss für die neue Version vom Glitch auf jeden Fall Erweiterung freigeschaltet haben, damit der wilde Wächter länger hält. Ihr braucht nicht zwangsläufig alle Verbesserungen für den God-Mode, ihr müsst da ein bisschen rumprobieren. Ich habe so gespielt, weil es so am effektivsten funktioniert. Das zählt auch fürs ganze Team, also probiert einfach ein bisschen rum. So, ich hoffe, jetzt ist jedem alles klar, jetzt kommen wir zum eigentlichen Glitch. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4Jam. U4Jam ist der beste Game-Boosting-Service auf dem Markt. Wenn ihr Hilfe beim Tarnungsgrind oder sonstigen Sachen in Black Ops 6 braucht, dann schaut bei U4Jam vorbei. Benutzt den Code Jay, damit erhaltet ihr 5% Rabatt. Und U4Jam hat eine exzellente Bewertung auf Trustpilot, da könnt ihr sicher sein, dass ihr euer Zeug auch erhaltet. Den Link zu U4Jam findet ihr in der Beschreibung. Also, ihr müsst auf jeden Fall zu zweit sein und keine Sorge, das dauert nur 2 Minuten für euren Helfer. Ihr geht hier hinter die Bowlinganlage und schießt hier beim Auto einfach die volle Kraft ab, dann ist automatisch eure Fähigkeit schon voll. Okay, bevor wieder Fragen entstehen, sage ich gleich dazu, der wilde Wächter zählt für alle Leute, die im nahen Umfeld von dem Spieler stehen, der es aktiviert. Also egal, ob da jetzt einer steht oder drei rumstehen, es zählt für jeden im Team. Ihr müsst nur im Umkreis von demjenigen sein. Also, er aktiviert den wilden Wächter und zieht sofort eine Splittergranate, die er in der Hand hält, um sich selbst zu downen. Sobald er down ist, verlässt er einfach das Spiel und schon seid ihr wieder im unendlich wilden Wächter God-Mode. Okay, jetzt könnt ihr zum Beispiel kritische Abschüsse farmen, weil ihr so gut wie unsterblich seid, also ihr kriegt nur von hinten Schaden, also stellt euch einfach in ein Eck. Okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel AFJ leveln wollt, dann braucht ihr Mili Macchiato und müsst euer Messer auf Gold bringen und dreimal punchen, dann ist für immer Instant Kill. Damit könnt ihr unendlich lange hier sitzen und die Runden hochtreiben. Solange ihr innerhalb von 3 Minuten einen killt, werdet ihr nicht wegen Inaktivität gekickt. Das Problem ist jedoch, dass sich ab und zu mal eine Spinne oder ein Zombie unten aufhängt. Falls das passiert, kickt es euch halt wegen Inaktivität, aber ich würde den Glitch sowieso nutzen, um easy kritische Treffer zu farmen und wenn ihr halt mal AFJ seid, dann geht ihr kurz in den Messerglitch und treibt die Runden weiter voran. Ich zeig's euch hier nochmal aus der anderen Perspektive, wie ich ihm den God-Mode gebe, als ich aktiviere meinen rasenden Wächter. Dann ziehe ich eine Splittergranate und halte ihn in der Hand. Sobald ich down gehe, verlasse ich einfach das Spiel und er hat den God-Mode. Das zählt für alle Spieler, die dann im Spiel bleiben. Damit die Zeit reicht, euch selbst zu downen und das Spiel zu verlassen, braucht ihr vom wilden Wächter die Erweiterung, damit er länger hält. Euer Kollege kann dann sogar wieder ins Spiel reinjoinen. Die restlichen Leute behalten den God-Mode, aber der, wo wieder ins Spiel reinjoint, hat den God-Mode nicht. Also, kommt auf den Discord und aktiviert euch gegenseitig den God-Mode. Ihr könnt zu viert rein, einer macht es kurz, drei haben den God-Mode und der vierte chillt dann einfach mit euch. Alles klar, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein, peace.